Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Die Loot Crate ist da. Ja, doch noch ein Unboxing dieses Jahr. Wer hätte das gedacht? Ich bin sehr gespannt. Na, ich weiß ja teilweise, was drin ist. Man hat es ja schon gespoilert so ein bisschen. Ne? Ah ja, ich sehe schon. Es ist sogar das drin, was versprochen wurde, was drin ist. Aber wir fangen erstmal mit dem T-Shirt an. Und das T-Shirt ist schick. Gefällt mir gut. Ich bin übrigens immer noch erkältet. Also nicht wundern, wenn ich mal schniefe oder huste oder irgendwas mache. Wir sehen, glaube ich, Voltron, oder? Ja, Voltron und hier seine Kollegen, steht sogar Voltron drauf. Diesmal ist es ganz einfach. So ein bisschen im 8-Bit-Style hier unten die Figuren. Oder 16-Bit-Style, wie man das auch immer nennen will. Und etwas reduziert von der Optik her. Gefällt mir aber ganz gut. Voltron ist ganz cool. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, da gibt es eine Zeichentrickserie momentan auf Netflix, wo das Ganze wieder auflebt. Es gab schon mal eine Voltron-Serie damals, ne? Schon lange, lange her. Und jetzt gibt es halt mal eine neue. Das T-Shirt ist farblich, gefällt es mir gut. Ist so ein dunkles Blau. Und es ist schön weich. Hm. Riecht ein bisschen komisch. Ja, muss gewaschen werden vorher, vor dem Anziehen. Sollte man eh immer machen. Ne? Du weißt ja nicht, was die da mit Chemikalien gemacht haben. Hm. Obwohl manchmal ist das ein schönes Gefühl, so ein T-Shirt frisch anzuziehen, wenn das gerade so... Ihr wisst, was ich meine. So, was haben wir hier? Wir haben einen Button. Le Button haben wir hier. Nein, einen Pin. Und da sind offensichtlich Leute drauf. Was sind da für Leute drauf? Das sieht aus wie Superhelden. Seht ihr das? Die Helden der Helden sind hier drauf. Ne? Richtig super tolle Helden. Ja, der sieht auch wieder ganz cool aus. Was ist das hier? Das legen wir mal beiseite. Habt ihr schon gesehen? Nö. Dann zupfe ich mal das raus, was hier unten drin ist. Weil zum Highlight wollen wir ganz zum Schluss kommen. Na komm schon her, du Teil. So. Habt ihr schon gesehen jetzt? Habt ihr schon gesehen? Schnell weg. So. Nicht gucken. Wir haben ein Comic-Heft. Mit einem Certificate of Authenticity. Ja, ich habe lange geübt, damit ich das einigermaßen vernünftig aussprechen kann. Und es klappt selten. Bloß dieses Zertifikat ist genauso viel wert wie das Heft selber. Wenig. Na, das ist halt ein Nachdruck von einem Original Justice League Comic. Das mag sogar der erste reguläre Auftritt der Justice League gewesen sein. Und das ist The Brave and the Bold Nummer 28 und Justice League of America, der erste Auftritt gegen Starro. So hieß das Viech. Genau, Starro the Conqueror. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass die aufeinandertreffen. Ne, das ist das erste Mal, dass die Justice League überhaupt zusammenkommt. Wegen diesem Starro. Ja, das ist, wie gesagt, The Brave and the Bold, Heft Nummer 28. Justice League of America. Sehr schön. Ja. Sehr cool. Ich weiß nicht. Ist halt ein ganz altes Comic-Heft, das jetzt neu aufgelegt wurde. Von denen. Als Reprint kann man machen. Nichts Besonderes. Finde ich jetzt nicht so besonders. Was haben wir hier noch? Loot Crate. Hint. They don't want fruitcake. 10% off. Wenn ihr Rabatt haben wollt, 10% off, könnt ihr das hier machen. Aber ihr könnt auch besser meinen Referral-Code unten in der Videobeschreibung nehmen. Da spart ihr nämlich auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich glaube, da spart ihr auf jeden Fall 5 Dollar. Das ist schon mal was. Und ihr supportet mich auch damit. Das ist vor allem das Allerwichtigste. Ich will euch diese Box hier auch weiterhin zeigen. So, hier haben wir das Lootbook. Und dann haben wir hier eine Power Rangers-Figur. Go, go, Power Rangers. Wie fandet ihr eigentlich den Film? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den irgendwie cool. Jetzt bin ich aber auch keiner, der so extrem Power Rangers Fan war. Ich habe damals allerdings den Kinofilm gesehen, im Kino, jawohl, in einer Mittagsvorstellung oder was, um 12 Uhr etwas, mit so 2, 3 Kids, die dann vor mir saßen und einem Kumpel, und wir haben uns da köstlich amüsiert, haben uns ein Eis nach dem anderen reingepfiffen. Echt schon kaum zu ertragen. Wir gucken mal, welchen Power Ranger wir haben, okay? Das ist Loot Crate Exclusive, also ganz was Tolles. Und man kann die wohl, ich sehe das gerade auch so, ist das irgendwie wärmeempfindlich? Nee, das ist gar nichts. Das ist einfach nur, wenn man schauen wollt, der schwarze Power Ranger, ne, der Black Ranger sozusagen. Und der steht auf einer Base, die man offensichtlich verknüpfen kann. Und da wird es dann wahrscheinlich alle geben. Ne, hier vorne könnt ihr noch sehen, dass der dann halt hier sein Symbol hat. Das ist, glaube ich, das Mammut, ne? Ja, und da wird es wahrscheinlich alle von geben und dann könnt ihr die sammeln und dann habt ihr hier die ganze Sammlung der Power Rangers. Ist natürlich immer toll, wenn ihr sowas dann in der Box habt und dann natürlich nur eine Box habt und dann dementsprechend auch nur einen Power Ranger. Ne? Und wenn es dann mehrere gibt, ich glaube, hier steht was drauf von 3 von 5. Zumindest auf der Rückseite sieht das so ein bisschen so aus. Ne? Schaut mal, 3 von 5.
Ne, 3 von 5, also wird es da noch ein paar mehr geben. Unite, ja. Adult Collectible, this is not a toy. Ne, das ist für Erwachsene zum Sammeln. Ne, nicht, dass ihr Kinder damit anfangen zu spielen. Das geht nämlich nicht. Dafür sind die nicht da. Und es ist ein Loot Crate Exclusive. Jawohl. Finde ich aber ganz witzig. Ich meine, so eine kleine Minifigur, das kann schon was. So, und jetzt kommen wir zu einem Herzstück. Und das ist tatsächlich auch schon das letzte Item in der Box. Das ist aber auch das, was sie vorher angeteased haben und weswegen ganz, ganz viele Leute diese Box bestellt haben. Denn es ist ein exklusiver Funko Pop zu Overwatch. Und es ist eine neue Black Widow, Quatsch, eine Widowmaker. Black Widow, ey, was ist denn mit mir nicht in Ordnung? Ach du Schande, ja. Gut, ich wollte gerade sagen, Zustand der Box sieht echt gut aus und dann verließen sie mich. Schaut euch das mal an. Das ist, glaube ich, nicht normal. Da hat irgendjemand lang gecuttet und das hat das komplett... Das ist ja ärgerlich. Das ist ja mega ärgerlich. Ja gut, ich hole den trotzdem mal raus. Ich mache das dann unten auf. Das geht ja auch, damit ihr euch den mal genauer angucken könnt. So. Das ist ja ärgerlich soweit. Naja, gut. Passiert. Oh, riecht geil. Ich finde das geil. Ich mag diesen Geruch. Hier, Loot Crate Exclusive. Auch der neue Sticker ist mal vorne drauf. Aber wegen dem Schaden würde ich mich bei denen nochmal melden. Ich hoffe, die können den mir austauschen. Aber das wäre ein bisschen ärgerlich, wenn das... deswegen jetzt ein Problem wäre. So, guck mal, wir können ein Geheimnis lüften für Leute, die es vielleicht noch nie wussten. Ne, manche Pops, die stehen nicht besonders gut und der gehört auch dazu. Das ist bei Frauen-Pops ganz oft so. Ne, und viele Leute haben sich schon beschwert und gesagt, hey, die stehen nicht so gut, was kann man da machen? Achtet mal drauf, in der Box unten, hier unten, ne, da sind dann oft diese Bases. Ne, und da kann man die Pops dann draufstellen und dann stehen die auch gut. Ne, ich mach das mal, stell die da mal drauf. Natürlich passt die nicht, das war ja so klar, dass das Loch nicht passt. That's what she said, ich weiß. Schiebe ich hier den Tisch weg? Kannst mal sehen, so dick ist der Bauch schon. Ihr seht hier eine Widowmaker in dem Snow-Outfit sozusagen, in weiß. Ne? Die ist exklusiv für die Loot Crate, bis sie dann irgendwann in irgendeiner deutschen Box auftaucht. Ne? Aber zumindest für die USA, so müsst ihr das auch sehen. In Amerika ist die jetzt exklusiv für die Loot Crate. Ne? Und bei den Overwatch-Pops, das wissen wir aus Erfahrung, ne, die gehen dann preislich auch gerne mal bis über 40 Euro hoch. Ne, so war das bei der Tracer, so ist das bei dem komischen Soldier 76 gewesen und im Prinzip ja auch bei allen anderen. Ne? Damit ist also zu rechnen. Finde ich cool, endlich mal wieder ein Funko Pop in der Loot Crate. Aber das ist natürlich normal. Funko Pop ist teuer, ne? Wenn man den in der Box haben will, dann müssen die viel blechen. Ne? Dadurch, dass er dann auch noch exklusiv ist für die Box, für die Box dann auch noch entsprechend mehr. Dementsprechend sind die anderen Items natürlich eher klein, beziehungsweise sind wenig Items. Das kennen wir aber schon von Loot Crate. Selten sind da mehr als 4 Items drin oder 5. Ne? Und so auch diesmal. Dafür finde ich, sind die Items aber alle ganz cool. Also ich meine, gut, das Comic hätte ich verzichten können, das T-Shirt finde ich ganz witzig, die Power Rangers Figur finde ich cool. Ne, vor allen Dingen, ne, für Leute, ich werde die wahrscheinlich abgeben an irgendjemanden, der sie alle sammelt. Ne, an dieser Stelle schon mal Hallo an Rudi, du willst sie doch bestimmt haben, ne, wenn du nicht den schwarzen bekommen hast. Ne, und der Funko Pop allein ist es schon wert, weil man damit locker seine Box wieder raus hat, sollte man den verkaufen wollen. Was ich nicht tue, denn Overwatch Pops. Ne? Es sei denn, ich kriege den doch nochmal ersetzt, dann werde ich wahrscheinlich die kaputte Box irgendwie austauschen. Oder vielleicht schicken die mir auch nur einen Karton, mal gucken. Na, wir haben den Overwatch Pop, ja. Loot Crate Edition heißt das Ding sogar in diesem Falle. Na, wir haben das Comic Heft, ist auch eine Loot Crate Edition, extra für die Loot Crate produziert. Hier seht ihr mal alle 5 Power Rangers. Na, den schwarzen, den habe ich, den gelben, den roten, den rosanen, ne, also Pink Ranger und den blauen Ranger. Welcher hat es noch gegeben normalerweise? Der grüne. Warum ist der jetzt nicht dabei? Keine Ahnung. Gab es auch noch einen White Ranger? Ja, gab es auch noch. Ne? So, was kriegen wir hier? Log into Loot Crate to download. Da gibt es wieder gratis Comics und der DLC ist auf jeden Fall ein Rabatt auf irgendwie Telltale Batman. Gut, Rabatt auf Telltale Batman finde ich echt blöd. Ne? Wenn, dann bitte das volle Item. So, ja, hier, den Karton kann man wieder falten und dann ergibt das hier den Kollegen, den kennt ihr, ne? Ist aber nicht Bryan Cranston, ist also nicht vom Film. Ne? Und ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Rabatt für Loot Anime und so, aber wie gesagt, da könnt ihr lieber eigentlich den Code nehmen in der Videobeschreibung, der müsste da auch immer funktionieren. Na, und dann kriegt ihr da guten Rabatt. Hinten sind noch wieder ein paar Fotos von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Und das war's auch schon wieder. We love you. Das kann ich auch schreiben. Ja, gut. Finde ich geil, die Box. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich finde das absolut in Ordnung. Allein wegen dem Funko Pop, das ist es allemal wert. Na, und der findet auf jeden Fall einen Platz in meinem Regal. Geil. Widowmaker. Ich habe zwar schon eine, aber da kommt jetzt halt die noch dazu. Und die gefällt mir optisch auch sehr gut. Ja. Cool.
Wie immer, lasst mir Kommentare da. Ne? Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr kennt das Spielchen. Ne? Und ein Abo, falls ihr noch keins habt. Warum habt ihr noch kein Abo? Ne? Kann man einfach klicken. Ne? Dann seht ihr auch immer meine ganzen Videos in Zukunft. Das wollt ihr doch ganz bestimmt, oder? Ich würde mich sehr freuen, ja, wenn ihr auch wieder anschaltet beim nächsten Mal. Vielleicht bin ich auch wieder gesund. Ne? Das war dann jetzt wahrscheinlich das letzte Unboxing des Jahres. In diesem Sinne, ne, ich wünsche eine frohe Weihnachten gehabt zu haben, ne, und auch einen guten Rutsch dann. Aber wir sehen uns garantiert nochmal, wenn ihr noch andere Videos von mir anguckt, weil ich komme nochmal wieder dieses Jahr. Das war noch nicht das letzte. Alles klar, bis dahin, alles frisch, macht's gut, tschüss.